So, dies ist das erste von zwei Zusatzvideos zu dem Problem M Teilmenge oder M ungleich. Ja, das ist ein Problem, was in den Übungen öfter vorgekommen ist und es wurde sich gewünscht, dass ich nochmal vielleicht was dazu sage. Und da gibt es zwei Probleme, die man damit haben kann. Dieses Video ist für das erste Problem, was etwas einfacher ist. Und das zweite Problem ist in der zweiten. Da mache ich noch ein zweites Video. Okay, also, erstmal brauchen wir eine Menge M. Hier ist sie, 4 Legos. Das ist M. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, die ist das hier oben vielleicht, mache ich hier mal M2 Teilmenge. Hier unten mache ich vielleicht mal M2 ungleich. Ja? Also, ich ziehe hier zwei Farben, also ist dieses hier, sind die Teilmengen hiervon. Also eine Teilmenge hiervon ist zum Beispiel diese beiden Elemente. Ja? Das ist zum Beispiel eine Teilmenge. Dies ist eine Teilmenge davon. Ja? Und diese Menge ist die Menge aller solchen Teilmengen. Ja? Das hier ist die Menge aller Tupel. Das bedeutet, es ist die Reihenfolge ist wichtig. Es wird die Menge aller Türme. Ja? Also ich könnte hier zwei Sachen nehmen, zum Beispiel zuerst gelb und dann rot. Und dann könnte ich einen Turm machen. Ja? Erst gelb, dann rot. Ja? Dies ist ein Element. Dies ist ein Element davon. Das ist nicht eine Teilmenge hiervon, ja? Sondern dies sind die Menge der Teilmengen. Dies ist die Menge der Tupel, wo ich Sachen hintereinander schreibe. Erst die erste Farbe, dann die zweite Farbe. Also wenn ich alle Mengen hier angucken will, dann gibt es sechs solche, wie man aus der Formel aus der Vorlesung sehen kann. Ja? Gelb-Rot, Gelb-Blau, Gelb-Schwarz, Rot mit Blau, Rot mit Schwarz sind ja erst fünf. Hier ist nochmal sechstes Rot mit Schwarz. Ja? Und diese ganze Menge zusammen, das alles zusammen, ist dies hier. Ja, das ist also die Menge von solchen Teilmengen. Ja, manche sagen, man kann nicht die Reihenfolge, ist egal hier. Ja? Es geht nur um die Menge, nicht darum, man weiß nicht, welches davon das erste und das zweite ist. In der Mengenklammer kann man die Sachen hinschreiben, die man möchte. Dieses hier ist die Menge aller Türme. Hier sind die ganzen Türme. Ja, das sind jetzt mehr. Hier zum Beispiel Rot, Blau, die kann ich so rum und so rum machen, die kann ich so machen. Ja, hier solche, die sieht es auch. So rum und so rum. Ja. So. Diese Türme, diese ganze Menge hier, ja, das ist M2 ungleich. Hier sind immer solche Tupel. Ja. Die sind dann, man schreibt sie immer als runde Klammer, diese schreibt man mit runden Klammern, die schreibt man mit geschwarzen Klammern. Ja, also hier ein Element davon schreibt man mit runde Klammer auf, Komma, runde Klammer. Ein Element hier davon schreibt man mit geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Also dieses Element, wenn ich das hier schreiben würde, würde ich es so schreiben. Ja? Runde Klammer auf, rot, gelb, runde Klammer zu. Während ich dieses Element schreiben würde, als runde Klammer auf, gelb, runde Klammer auf, rot. Ja? Hier kommt auch die Reihenfolge an. Während hier, wenn ich gelb, rot mache, kann ich das sowohl so rumschreiben, als auch so rum, weil bei den geschweiften Klammern kommt es auf die Reihenfolge nicht. Ja? Die sind Mengen, die sind Tupel. Ja? Die sind Türme, die sind nur solche Blobs. Ja? Okay, also das ist erstmal der Unterschied zwischen M2 Teilmenge und M2 Ungleich. Hier sind es Tupel, hier sind es Mengen. Ja? Jetzt werden einige sagen, das habe ich schon lange verstanden. Was ich nicht verstehe, ist die Anwendung davon. Und das ist ein ganz anderes Problem. Das stimmt auch, und dazu mache ich das nächste Video.